Gut, also ich habe hier eine Funktion mit einem Sinus, Definitionsbereich 0 bis 2 Pi und suche Min und Max, so eine klassische Kurvendiskussion. Das Gemeine oder Interessante in dem Fall, dass das hohe Sinus dabei ist. Die Strategie ist immer klar: Strich von x gleich 0, dann bekomme ich irgendwelche x1, x2 und so weiter. Und schaue mir dann in der Monotonie-Tabelle an, ob es steigt, ob es fällt, wo ist das Ganze. Also ableiten, Ableitung 0 setzen, dann mit den Ergebnissen weiterrechnen, ableiten. So, f' von x Sinus gibt abgeleitet Cosinus, das weiß man auswendig, Cosinus von x. Minus 1/2 x gibt abgeleitet minus 1/2. Hier ist ein Minus dazwischen, keine Produkt-, keine Quotientenregel, einfach schlicht erst das eine, dann das andere ableiten. Jetzt 0 setzen. Cosinus von x minus 1/2 gleich 0, das heißt, Cosinus von x gleich 1/2. Und das ist jetzt eine schwierige Gleichung, deswegen mache ich es in Ruhe. Eine Gleichung mit einem Cosinus. Ich empfehle in dem Fall, den Cosinus zu skizzieren. Der Cosinus geht ja da oben los und macht eine Welle. Erst die Welle, dann 2 Pi, Pi, 1, minus 1, x, y. Okay. Das ist mein Cosinus, da ist er. Cosinus ist so. Jetzt 1/2. Ja, nee, der blaue da unten. Ja, Cosinus gleich 1/2. Also, 1/2 ist ja hier. Y gleich 1/2. Ja, machen wir schön rot. Das heißt, ich sehe an der Skizze, dass es hier zwei Schnittpunkte gibt. Das heißt, x1 und hier x2. Es gibt zwei Lösungen dieser Gleichung. Die möchte ich alle beide finden. Und jetzt würde ich also Methode ohne Nachdenken, also wann ist der Cosinus 1/2, kann man auch auswendig wissen, aber wer es nicht weiß, einen Taschenrechner. Es gibt ja Prüfungen, da ist man nervös und dann Cosinus x ist 1/2, also brauche ich x gleich Cosinus hoch minus 1 von 1/2. Also Shift Cosinus und im Taschenrechner nicht vergessen Rad, weil es ja im, wir sind im Bogenmaß. Und hier kommt dann Pi Drittel raus. Der Taschenrechner liefert aber gemeinerweise eben nur eine Lösung, offensichtlich das erste x. Also 1 haben wir. Ja, x1 gleich Pi Drittel. Und jetzt muss man nachdenken, wenn. So, einmal mal größer. So, hier. Also wenn das hier Pi Drittel ist, ja, was ist dann das da? Und das alles ist symmetrisch. Das heißt also, wenn der Bereich Pi Drittel ist, ist der Bereich auch ein bisschen genauer. Genau, ein bisschen. Nicht ganz so schlampig. So. Hier sind wir. Hier. Das ist Pi Drittel. Dann ist das auch Pi Drittel. Und x2 ist dann 2 Pi minus 1 Drittel Pi. Also 6 Drittel Pi minus 1 Drittel Pi ist 5 Drittel Pi. Ja, nochmal, also den ersten Wert sagt mir der Taschenrechner und den zweiten Wert gibt es jetzt diverse Möglichkeiten. Ich empfehle, eine Skizze zu machen und anhand der Skizze nachzudenken und das dann rauszufinden. Gut. x2 gleich 5 Drittel Pi. Gut. Jo. Und jetzt eine Monotonie-Tabelle, wir sind hier von 0 bis 2 Pi, hier haben wir x1 gleich Pi Drittel, x2 gleich 5 Drittel Pi, f' von x und f von x. Also f' von x ist an der Stelle 0 und hier ist es positiv. Ja, und hier ist es negativ und hier ist es positiv. Also da kann man jetzt irgendwas einsetzen. Das heißt, man macht hier ein Drittel Pi. Da macht man hier zum Beispiel f' von 0,1 Pi. Pi. Ja? Und setzt es ein. Also f' war ja Sinus. Was haben wir denn? Cosinus x, genau. Ist gleich Cosinus von x minus von x minus 1/2 f' von 0,1 mal Pi und dann kommt was raus, was größer 0 ist und dann weiß ich, dann ist das hier positiv. Und hier kann ich irgendwas einsetzen, zum Beispiel Pi, ja?
f' von Pi, das ist Cosinus Pi minus 1, das ist negativ, genau, ja, negativ, also minus, ja, und dann ist hier Plus, und dann weiß ich, das ist mein f', mein f steigt, flach, fällt, flach, steigt. Und damit weiß ich, ich habe hier ein Max bei Pi Drittel und ein Min bei 5 Drittel Pi.